Ich war merklich unsicher. I was noticeably uneasy. Es ist bloß ein Spielzeug. It's just a toy. Ihre Familie war wohlhabend. Her family was well off. Beichten ist gut für die Seele. Confession is good for the soul. Es sollte sorgfältig untersucht werden. It should be carefully studied. Nicht zuletzt. Last but not least. Die Schwerelosigkeit eines Raumfahrers. The weightlessness of an astronaut. Es war einseitig. It was one-sided. Es geschah während meiner Rede. It happened during my speech. Was für ein Skandal. What a scandal. Ich war von Anfang an ein Narr. I was a fool from the beginning. Genau so. Precisely so. Warum sich dessen rühmen? Why boast about it? Nebenbei bemerkt, sie führt ein Tagebuch. Incidentally, she keeps a diary. Das ist eine zu schwache Ausrede. That's too flimsy an excuse. Es scheint mir wirksam. It seems efficient to me. Es hätte ganz neu sein sollen. It was supposed to be brand new. Ohne sich rühmen zu wollen. Without being boastful. Sie ist eine arbeitslose Schauspielerin. She's an out-of-work actress. Wie Sie wünschen. As you wish. Ein Ende ist nicht abzusehen. There's no end in sight. Die Zukunft ist fantastisch. The future is fantastic. Wir sind dafür verantwortlich. It's our responsibility. In gutem Einvernehmen. On good terms. Sie drohten uns mit einem Prozess. They threatened to sue. Jedermann hatte es bemerkt. Everybody had noticed it. Sie haben es wieder verpfuscht. They've messed up again. Das Trinkgeld ist nicht inbegriffen. The tip is not included. Die Stelle wird vorübergehend nicht besetzt. The job is temporarily on hold. Es funktioniert nicht sehr gut. It doesn't work too well. Es handelte sich zum größten Teil um Kleinigkeiten. It was mostly odds and ends. Das haben wir Ihnen zu verdanken. Thanks to them. Seither schweige ich. Since then I've remained silent. Mischen Sie sich nicht ein. Don't get involved. Es findet um 12 Uhr mittags statt.
It takes place at noon. Ich könnte mir die Haare ausraufen, wenn ich daran denke. I pinch myself when I think about it. Das sollte von Interesse für Sie sein. This should interest you. Stehen Sie auf und fangen Sie an. Rise and shine. Es waren verschiedene Dinge. It was a mixture of things. Worauf kommt es an? Depending on what? Das überrascht mich nicht. That doesn't surprise me. Es wurde geschätzt. It was appreciated. Ehrlich gesagt, es ist zu kompliziert. Frankly, it's too complicated. Verbessern Sie sich. Shape up. Er legte Wert auf seine private Sphäre. He valued his privacy. Seither ist er zur Vernunft gekommen. Since then he acquired some sense. Die Konferenz wird zu den Geschäften übergehen. The meeting will come to order. Es ist eine Katastrophe. It's a disaster. Was lässt Sie das denken? What makes you think so? Es ist unangenehm, aber machen Sie sich keine Sorgen. It's unpleasant, but don't worry. Wie bald? How soon? Ich sage das nur im Scherz. I'm just joking. Lassen Sie sich nicht von mir erwischen. Don't let me catch you. Wir haben Sie sehr gern. We have great affection for her. Ich habe mein eigenes Werkzeug. I have my own tools. Hier und dort. Here and there. Im Stadtzentrum. In the center of town. Sie spielen ehrlich. They play fair and square. Ich möchte das lieber nicht sagen. I'd rather not say. Das wird gefeiert. It's going to be celebrated. Da war eine riesige Leuchtreklame. There was a gigantic neon sign. Sie hat Schmerzen im Kreuz. She has lower back pains. Oh.